Hallo und herzlich willkommen zurück zu Overclocked. Ja, beim letzten Mal hatte ich einerseits ein Problem mit dem Spiel mal wieder, weil es wieder Sieht man an abgeschmiert dein ist, genau bekanntes an dieser Gesicht? Stelle. Ich hoffe, das geht jetzt weiter. Okay, scheint zu funktionieren. Ah, der Typ. Moment mal, Und der ist das Doktor. da hinten nicht? Ja, genau, das ist Dr. Young. Hi. Tja, so sieht man sich wieder, was? Oh, Mr. McNamara. Sie kennen sich? Ja, natürlich. Wenn man oft die Fähre benutzt, kennt man irgendwann jeden, der mitfährt. Meine Güte. Der Sturm ist noch stärker heute. Man muss verdammt aufpassen, dass man nicht zu dicht an den Anleger geht. Absolut. Wissen Sie, wie tief das Wasser hier ist? Wissen Sie's? 15 Meter. Das ist eine Menge. Oh ja. Sind Sie ein guter Schwimmer? Nicht so besonders. Ich auch nicht. Dann passen wir wohl besser auf uns auf. Sie sind so still, Doktor. Etwas nicht in Ordnung? Doch, alles bestens. Die Fähre kommt. Wir können uns ja an Bord noch ein bisschen unterhalten. Sicher. Also dann. Netter Kerl, dieser Mr. Wie heißt er eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie zufällig, für welche Firma er arbeitet? Nein, und es interessiert mich auch nicht. Was ist? Kommen Sie nicht mit rein? Nein, ich muss noch etwas erledigen. Ach so. Nachher bin ich aber für Sie da. Und Sie haben ja den Beeper. Ich bin ganz in der Nähe. Na gut, dann sehen wir uns nachher. Ich glaube, heute wird ein guter Tag. Ich bin gut vorangekommen. Die Mädchen sind sehr zugänglich inzwischen. So. Das freut mich. Naja, bis später. Okay, alles ein bisschen strange. Ich vermute fast, dass der Typ von der NSA ist. Und ich habe auch das. Ich glaube, ich erinnere mich so ein bisschen, was am Ende bei rauskommt. Und der Doktor, der scheint auch so ein bisschen strange zu sein. Man weiß nicht, wie der da mit drin steckt. Morgen. Morgen. Wir sind wohl gestern ein bisschen aneinander geraten, was? Vergessen wir das? Vergessen wir das. Okay, ich habe schon genug Ärger. Ich auch, Doc. Ich auch. Ich muss rein. Wir sehen uns später. Viel Erfolg. Gut. Also dann. Ja, wir verstehen uns. Wir wollen beide nicht noch mehr Ärger. So, wie sieht's aus? Ist Tamara da? Nee, ist nicht da. Gut, weil sie die Nachtschicht hatte, Abgeschlossen. ne? Gut, wir wollten bei Zelle 2 weitermachen Abgeschlossen. heute. Oh Gott. Oh mein Gott. Dr. Young! Dr. Young! Ich muss ihn sofort herrufen. Benutzt deinen Pieper. Was gibt's denn schon wieder? Ja, guck's dir an. Oh, gute Güte. Tja, das sieht aber nicht gut aus. Ja. Da ist nichts mehr zu machen. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Wie ist das passiert? Ich würde sagen, sie hat sich die Pulsadern geöffnet. Mit einem stumpfen Gegenstand. Wird nicht leicht gewesen sein. Wie konnte das passieren? Hat denn niemand etwas bemerkt? Sie hatten ja selbst darum gebeten, dass wir die Patienten in Ruhe lassen, David. Das ist das Ergebnis. Ich gratuliere. Was soll das heißen? Wollen Sie sagen, das hier ist meine Schuld? Sie muss obduziert werden. Ich will wissen, wie das passieren konnte. Sie sehen es doch. Sie haben einen Fehler gemacht. Und nicht den ersten. Ich habe einen Fehler gemacht? Ich rufe jetzt den Krankenwagen. Das darf alles nicht wahr sein.
Okay, und wir bekommen eine Nachricht. Ja, das ist richtig krank. Vor allem, als würden sie sagen, ja, du hast uns gesagt, wir dürfen nichts machen. Aber eigentlich, das ist, ja, sprachlos. Wie zum Teufel kann so jemand sich Arzt nennen, wenn er sagt, ja, ich schieb dem David das mal in die Schuhe. Er hat ja gesagt, wir sollen nichts tun. Bescheuert, ey. Gut, neue Nachricht von Kim. Ich wollte nur Bescheid sagen, ich komme morgen. Ich habe alle Unterlagen zusammengesucht. Es müssten heute Abend auch Sachen für dich im Hotel ankommen. Also dann bis morgen um 8 Uhr. Ich dachte heute, ne? Oder? Ich sollte Moretti anrufen. Ach so. Ja, ist eine gute Idee, ne? Den Detective anrufen. Moretti? Detective, ich muss Ihnen etwas sagen. Ja, ich weiß. Sie wissen was. Die Patientin aus Zelle 2 ist tot. Woher wissen Sie das? Wir haben gerade die Anzeige bekommen. Anzeige? Sie hat sich umgebracht. Doc, jeder gewaltsame Todesfall wird auf Mord überprüft. Sie werden also Dr. Young und Tamara überprüfen. Wir haben schon mit den beiden telefoniert. Sie geben an, zum fraglichen Zeitpunkt zusammen gewesen zu sein. Und sie haben zu Protokoll gegeben, dass sie Anweisungen gegeben haben, die Patienten allein zu lassen. Das stimmt so nicht. Ich hatte. Sie können mir das heute Abend in Ruhe erzählen. Ich muss Sie aber informieren, Doc, dass das keine private Abendverabredung wird. Aha. Tut mir leid, Doc. Ein Todesfall. Das ist kein Spaß. Es kann sein, dass Sie Ärger bekommen. Wie lautet der Vorwurf? Fahrlässige Tötung. Das ist absurd. Alle Patienten waren in stabilem Zustand. Ich habe beachtliche Erfolge erzielt. Ich kann mir absolut nicht erklären, was das Mädchen so plötzlich in den Tod treiben sollte. An Ihrer Stelle würde ich eher noch mal mit Dr. Young reden. Doc. Ihre persönliche Geschichte mit Dr. Young geht langsam in Richtung fixe Idee. Ich bin Polizist, ich halte mich an die Fakten. Und die Fakten sind, dass Sie mit der Patientin zuletzt Kontakt hatten. Und dass Sie dem Aufsichtspersonal verboten haben, sich um sie zu kümmern. Na, großartig. Also, heute Abend, Doc. Seien Sie pünktlich. Und noch was. Was immer passiert, Sie bleiben bitte in der Stadt, bis die Sache geklärt ist. Ja, sicher. Na toll. Haben wir auch noch einen. So, beim letzten Mal ist mir das Spiel hier abgeschmiert. Wir versuchen es jetzt wieder und versuchen jetzt weiter mit den Patienten zu sprechen. Na, geht's ein bisschen besser? Müde. Immer noch müde. Immer noch. Können wir trotzdem eine Sitzung machen? Ich kann's versuchen. Okay, versuchen wir's. Doc? Ja? Ich habe heute Nacht Schreie gehört. Waren das echte Schreie? Oder waren das meine Erinnerungen? Wir sprechen später darüber. Ich habe Angst, Doc. Ja, das verstehe ich. Wir sind hier nicht sicher, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde tun, was ich kann, um euch herauszuholen. Halte durch. Und lass uns an deinen Erinnerungen arbeiten. Wenn wir herausfinden, was passiert ist, werde ich euch frei bekommen. Konzentrier dich. Ihr wart in dieser Küche. Weißt du das wieder? Ja, die Küche. Was ist passiert? Was habt ihr dort getan?
hätte ihn fast erschossen. Ihr habt euch bewaffnet. Woher hattet ihr die Waffen? Komm schon, denk nach. Erinnere dich. Na los. Komm schon, Fettsack. Ich kann das nicht. Wie soll ich da runterkommen? Wie wär's mit Springen? Sie zwingen mich, in den Brunnen zu steigen. Ich will das nicht. Und? Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Er ist zum Haus gegangen, glaube ich. Das werden wir herausfinden. Ich danke dir. Okay, ich glaube, letztes Mal hat es quasi hier abgebrochen, das Spiel. Ich hoffe, jetzt geht's weiter. Und wir würden dann mit Nummer 3, denke ich mal, sprechen, weil er hat ja versucht, also Nummer 1 hat versucht, Nummer 3 zu töten. Beziehungsweise, ja. Diese Aufzeichnung habe ich aus Zelle 1. Ihr wart alle draußen bei einem Brunnen. Ich glaube, dass du den Jungen, der da spricht, gezwungen hast, in den Brunnen hinabzusteigen. War es so? Ich weiß nicht. Vielleicht, ja. Was war vorher passiert? Kannst du dich erinnern? Was hat er getan? Wolltet ihr ihn bestrafen? Und wofür? Denk nach. Ich komme aus dem Keller. Ich habe ein Seil dabei. Das Seil für den Brunnen? Ja. Der Fettsack soll den Schlüssel daraus holen. Da ist das Mädchen. Im Korridor. Warte mal! Was? Was hast du vor? Na was schon, wir brauchen den Schlüssel. Er hat Angst. Merkst du das nicht? Und? Ich habe auch Angst. Haben wir alle. Niemand hat ihn gezwungen, den verdammten Schlüssel darunter zu werfen. Quäl ihn doch nicht, er ist sowieso schon völlig fertig. Tja, Pech für ihn. Ha. Sie meint, ich soll ihn nicht quälen. Ich dachte, du wärst anders als die anderen. Aber du bist genauso wie sie. Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Jedenfalls bin ich nicht so kaputt wie ihr. Ach wirklich? Willst du lieber runtersteigen? Das Seil habe ich hier. Ich habe eine Riesenwut auf sie. Fass mich nicht an! Ich könnte sie umbringen. Dann halt den Mund und lass mich machen. Okay, er war wütend auf Nummer 2 und ja, irgendwie hat Nummer 1 den Schlüssel in den Brunnen geworfen. Ich weiß nicht, welchen Schlüssel, aber vielleicht kann er sich daran jetzt erinnern. Er braucht nur noch eine kleine Erinnerungsstütze. Ja, okay, die haben wir sicher. Mal sehen. Okay, also der Brunnen. Ich weiß, dass du einen Schlüssel hochholen solltest. Erzähl mir davon. Oh Gott, ich bin in einem Brunnen. Sie zwingen mich. Du musst jetzt sofort den Schlüssel wieder raufgepfeifern. Okay, das heißt, wir müssen dorthin. Da ist er. Da liegt der Schlüssel. Ich habe ihn. Ich habe ihn gefunden. Zieht mich rauf. Also los. Zieh mir ihn rauf. Ich bin gleich wieder oben. Gott sei Dank. Sehr gut. Du hast also den Schlüssel heraufgeholt. Wem hast du ihn gegeben? Demjenigen, der dich da heruntergeschickt hat? Nein. Ich glaube nicht. Gut, ich bin gleich zurück.
Okay, also wahrscheinlich dann 4 oder 5. Keine Ahnung, wir können ja mal Zelle 4 probieren. Ich brauche etwas, das ihr den Einstieg erleichtert. Okay. Das können wir ihr doch geben. Sie zwingen mich in den Brunnen zu... Da ist er. Da liegt er. Oh Gott. Ich hätte ihn fast erschossen. Ich komme aus dem Keller. Keine Erinnerung? Ich brauche etwas. Okay. Ich brauche etwas, ja. Das. Ja, verstanden. Okay, ich hätte gedacht, dass das jetzt geht. Weil mit Zelle 2 und Zelle 5 haben wir ja länger nicht gesprochen. Oder ihre eigene Aufzeichnung vielleicht. Sie lügt. Ich bin im Korridor. Ich sehe mich. Was? Da ist sie ja. Okay. Eine Zelle. Gut, können wir sonst was von Zelle 2 vorspielen? Beschreibe mir, wo du... Verdammt! Eine Zelle. Nee. Oh Gott. Ich habe eine Rettungsinsel. Okay, das ist komisch. Dann gehen wir halt zu Nummer 5. Vielleicht hat der mehr zu sagen. Na, mein Junge? Was wollen Sie denn noch? Ich ertrage diese Quälerei nicht mehr. Können Sie nicht einfach gehen und mich in Ruhe lassen? Nein, wir sind schon so weit gekommen. Jetzt musst du durchhalten. Wenigstens hat das Geschrei aufgehört. Du hast es auch gehört. Es ging ja mindestens eine halbe Stunde lang. Ja, es ist etwas Furchtbares passiert heute Nacht. Eines der Mädchen aus deinen Erinnerungen hat sich umgebracht. Die Schreie meine ich nicht. Welche denn dann? Zwei Männer haben geschrien. Zwei Männer? Ja. Sie hatten Streit. Hast du erkannt, wer es war? Der eine war der Doktor, glaube ich. Die Stimme des anderen habe ich auch schon mal gehört. Wann war das? Vielleicht vorgestern. Okay, hör zu, wir müssen weitermachen. Ich habe noch ein paar Aufzeichnungen gemacht. Ich glaube, dass einiges davon dich weiterbringen wird. Okay, dann spielen wir ihm jetzt Zelle 1 vor. Sie zwingen mich in den... Da ist er. Da liegt... Mal sehen. Ah ja. Der Schlüssel. Hast du gehört? Er hat ihn dir gegeben, nicht wahr? Versuch dich zu erinnern. Was hast du mit dem Schlüssel gemacht? Ja. Ja, da war was. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Am Brunnen. Ich stehe vor dem Waffendepot. Du willst euch Waffen besorgen, richtig? Ja. Ich weiß, dass noch welche da sind. Munition auch. Okay, zum Waffendepot wollten sie also. Wo ist es denn? Hier? Das Schlüsselloch? So geht sie nicht auf. Nee, okay. Da hinten ist noch ein Raum. Okay. Was steht da? Halle. Alles so, wie ich es verlassen habe. Okay, mal sehen. Da hinten müssten sie sein. Das heißt, er war hier auch schon mal drin. Ich müsste sie irgendwie aufbrechen. Aufbrechen. Okay. Was haben wir hier noch? Hier ist auch ein Schloss. Ah ja. Na bitte. Da haben wir sie ja. Und genau 5 Pistolen. Fehlt nur noch Munition. Wo hast du die Waffen? 5 Stück.
Ja, dann müssen wir gucken, wie können wir das jetzt aufbrechen. Hier mit dem Brecheisen. Okay. Dann gehen wir nochmal dahin. Alles klar. Das sollte genügen. Okay. Gut, und dann geht's wahrscheinlich zurück. Okay. Die anderen warten schon in der Küche. Aha, ich verstehe. Dann bist du in die Küche gegangen. Ich wüsste gern, woher der Schlüssel eigentlich kam. Du sagtest, im Depot sei alles, wie du es verlassen hattest. Du warst also vorher schon einmal da. Kann schon sein. Ich bin ziemlich fertig, Doc. Kann ich eine Pause machen? Ja, natürlich. Ich habe hier einen Patienten, mit dem ich sehr guten Kontakt habe. Ich danke dir. Okay. Mit wem willst du jetzt sprechen? Ja, ist wieder mal eine tolle Aussage. So, dann spielen wir mal Zelle 5. Ich stehe alles so wie ich. Du hast die Waffen? Okay. Gut, davon war jetzt nichts interessant. Dann gehen wir zur Nummer 1. Er braucht nur noch eine kleine Erinnerungsstütze. Okay. Ich stehe alles so, wie ich es. Du hast die Waffe. Okay. Mal sehen. Sehr gut. So, mein Junge, du hast gehört, wovon er berichtet hat. Wir haben jetzt alle gemeinsam eure Erinnerungen bis 4 Tage vor eurer Flucht zurückverfolgt. Jetzt liegt es an dir. Schaffst du es, dich zurückzuerinnern, was euch dazu gebracht hat, euch zu bewaffnen? Komm, ich weiß, dass du es kannst. Ihr wart in der Küche, richtig? Ja. Ich kann das nicht glauben. Wer hat das getan? Einer von uns? Blödsinn. Mir würde schon jemand einfallen. Ach. Und wer? Fühlst du dich angesprochen? Lächerlich. Wo sollte ich denn eine Knarre herhaben? Aus dem Depot. Du halt dein Maul. Wieso denn? Lass ihn doch reden. Was meinst du damit? Aus dem Depot? Er hatte den Schlüssel. Ich habe ihn gefunden. Du hast was? Du hattest einen Schlüssel in deinem Zimmer. Für das Depot. Ich habe ihn gefunden. Er lag auf dem Tisch. Was hast du mit meinen Sachen zu schaffen? Hey, ganz ruhig. Stimmt das, was er sagt? Du hattest den Schlüssel zu dem Waffendepot? Ja. Okay. Ja, es stimmt. Ich hatte den Schlüssel. Er lag auf dem Tisch. Schon am ersten Tag. Keine Ahnung warum, aber mit diesem Geballer durch die Türen habe ich nichts zu tun. Du verdammter Mistkerl! Und das sollen wir dir glauben, oder was? Mein Gott. Selbst in meiner Tür ist doch ein Einschussloch. Vielleicht war er es ja, der blöde Fettsack. Ich? Ja. Du. Na, großartig. Ich weiß nicht, wer von euch beiden mich mehr anwidert. Und was machen wir jetzt? Was, wenn es keiner von uns war? Was, wenn er nochmal wiederkommt, heute Nacht? Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich denke, wir könnten jetzt gut Waffen gebrauchen. Das könnte dir so passen.
Wenn dir was Besseres einfällt, sag's mir. Ich lass mich hier nicht über den Haufen schießen, weder von euch noch von sonst jemandem. Wo ist der Schlüssel jetzt? Ich hab ihn weggeworfen. Wohin? In den Brunnen. Du Vollidiot. Ich wollte nicht, dass er Unsinn macht. Der und Waffen. Weißt du was? Dann darfst du ihn jetzt doch wieder heraufholen. Was? Ich schätze, da hat er recht. Du kletterst jetzt da runter und holst den verdammten Schlüssel zurück. Das kann ich nicht. Er liegt unten, im Wasser. Doch, du kannst. Los, wir gehen raus. Jetzt gleich. Das ist gut, Junge. Versetz dich zurück in die Stunden davor. Ich weiß, du kannst es. Okay, die haben also irgendwelche Shooter gespielt und irgendjemand kam und hat auf die Türen geschossen. Okay, sollen wir nochmal mit Nummer 5 dann sprechen, weil der jetzt bei dem Spiel gesagt hat, ich töte euch.